Wir sind Ricky, Friede, Pini und wir nehmen euch mit in unsere Elternzeit. Heute ist wieder ein neuer schöner Tag. Montag? Nee, heute ist Samstag. Ach ja, Samstag. Und wir fahren gleich nach Kopenhagen nach dem Frühstück. Und dann frühstücken wir gestern danach wieder. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tschüss! Es ist früh um 10, Samstag. Die Pina hat ja schon gesagt, was los ist. Wir essen fix ein Frühstück. Heute gibt es auch mal ein bisschen Wurst oder zum Frühstück. Was ganz selten ist bei uns. Nein. Doch, hier im Wohnmobil schon. Ja, hier. Im Wohnmobil essen wir sonst nur immer süß. Ne? Zu Hause, ja, nimmst du ab und zu mal Wurst mit. Und der Papa, der isst zu Hause gar kein Frühstück. Und die Mama meistens auch nicht. Und wenn sie was isst, dann isst sie meistens Joghurt oder mit Chicorée oder so. Naja, auf jeden Fall ist es so, wir wollen heute ja noch nach Kopenhagen. Wir haben aber noch keinen Campingplatz rausgesucht. Oder einen Stellplatz. Da müssen wir jetzt gleich nochmal... Okay, wie gesagt, gerade gestern schon gesucht. Müssen wir jetzt bloß noch was finden. Und dann versuchen wir uns da mal abzuschmeißen. Dann werden wir wohl heute den restlichen Tag dann in Kopenhagen bleiben und morgen noch. Bis wir wieder verschwinden und uns auf den Rückweg machen. Und dann müssen wir uns mal noch ein paar Gedanken machen, ob sich das mit den Brücken da, über die wir gefahren sind, dann für 200 Euro dann auch ein bisschen lohnt. Dass wir noch ein bisschen was angucken. Wie schmeckt deine Wurst? Lecker. Lecker? Ohne Butter, ohne nix? Hm. Na gut. Ja, na dann. Die isst Büsli. Ich esse irgendwas anderes. 10.37 Uhr. Hier steht, starten Richtung Kaserne. Da wird wohl hier irgendwo eine Kaserne sein, da drüben, hä? Gestern am Vorbeifahren habe ich gesagt, das sieht aus wie eine Kaserne. Wie eine ehemalige. Aber relativ weit offen. Eher wie so ein, keine Ahnung, wie eine Schule, eine Bundeswehr. Ohne Tor aber. Wir fahren jetzt nach Kopenhagen. Ich habe jetzt einfach mal einen Stellplatz rausgesucht. Ricky erkundigt sich jetzt nochmal, was für uns am besten geeignet ist. Auf jeden Fall hier Ringsted, der Stellplatz. Super leise, toll, sauber, ruhig. So sieht er nochmal aus. Können wir mal gucken. Viel mehr gibt es hier auch nicht. Das sind die 6 Stellplätze hier vor uns, also hier 3 Stück und da drüben 3 Stück. Und die anderen Wohnmobilisten, die standen dann im Prinzip hier nach diesen 6 Stellplätzen weiterhin auf der und also auf der Seite hier drüben da. Da wo wir jetzt stehen. Und dort hinten sind auch nochmal 2 Stellplätze und da sind auch nochmal ungefähr 3. Also es sind eigentlich Parkplätze, aber keine echten Stellplätze. 6 Stück gibt es hier und man darf ja nur 2 Tage stehen, steht da drüben am Schild dran. Ansonsten. Grandios, ne? Kostenlos, ruhig, sauber. Mit Strom kostenlos? Ne, mit Strom nicht. Die sind kostenlos, die 6. Achso, okay. Dann noch viel besser. Ne, haben wir nicht gebraucht. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen länger bleiben würden wollten, dann könnten wir uns hier anstöpseln. Das wäre echt ja, perfekt. Da kann man auch mal einen Kühlschrank und Strom. Jetzt sind wir angekommen im Citycamp Kopenhagen. Der Weg war okay, ist ein bisschen ein Schotterplatz. Einfach nur um die Karten abzuschmeißen. Das ist nur ein Viertel, den man hier sieht. Hinter uns sind da nochmal so ein paar Reihen.
genügend Platz für alle. Ja, jetzt werden wir uns mal einen Plan machen, wie wir jetzt hier wegkommen und ja, was wir heute noch machen möchten. Eigentlich wäre das Idealste bei dem Wetter so ein Hop-on-Hop-off-Bus. Die Frage ist, wo wir den finden und wo wir da einsteigen können. Ja, so sieht es im Citycamp aus hier. Das ist vorne am Ausgang. Die Containerstadt. Shower-WC, WC-WC-WC, Shower-WC. Naja, ich denke mal, es sollte gehen. Der Platz selbst sitzt ein bisschen vertan hier. Und dahin geht es zum Ausgang raus. Die Straße. Müssen wir uns gleich nochmal fragen. Passt hier auf, das Zeug? Ja, so sieht der Duschcontainer aus von innen, vom Citycamp. Die Dusche hier hinten. Tisch, wahrscheinlich Wickeltisch oder um was drauf zu legen. Keine Ahnung. Fertig zu machen. Ein paar Haken, eine Tür, eine Scheibe. Und da draußen, im Sonnenschein, wartet die Familie auf mich. Naja. Camping halt, ne? Beziehungsweise fast wie auf dem Festival, oder? Na? Geht, oder? Ist besser als nicht. Ne? Zwar kein 5 Sterne oder erst recht kein Jütbiex-Strandcamping mit 6 Sternen, aber völlig ausreichend. Da wird es der günstigste Stellplatz hier ist in Kopenhagen. Na, hier befindet sich der Trinkwasseranschluss. Ja, ein bisschen komisch gebaut, aber erfüllt seinen Zweck. Ne? Hat man sein Handtuch verloren? Ja, buchstabierst du schon wieder? Ja. Was, wollen wir noch mal fragen hier wegen Bahn? Hier kommt der Restwasser rein. Hä? Guck mal. Da. Toilettenwasser. Oh, Bibina, könnt ihr mal Fahrräder mieten, wo du dich hinten reinsetzen kannst? Ja. 15 Euro kostet das Fahrrad am Tag. Also wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Metro. Er hat gesagt, wahrscheinlich der günstigste Weg, der schnellste, um in die Mitte der Stadt zu kommen. Das ist die Einfahrt hier. Rein raus. Und da vorne sieht man nochmal einen Platz, einen kompletten, für die, die es interessiert. Citycamp Kopenhagen. Und hier gibt es eine Nummer dafür. Ja, ich finde eigentlich okay. In Großstädten haben wir noch nie so richtig Best Places gehabt, oder? Es waren immer irgendwie so rudimentäre Stellplätze. Aber die Best Places hier, die wahrscheinlich wirklich Best Places sind, die sind auch meistens dann schon belegt. Ja, da musst du wirklich früh um 6 aufstehen, dass du dort um 8 schon vor der Türe stehst. Dass wenn die ersten alten Gäste runterfahren und dann du direkt wieder auf den Stellplatz kommst. Die haben dann übrigens alle so um die 40, 45 Euro pro Nacht gekostet. Da sind wir hier mit 30 Euro etwas besser bedient. Gut, den Strom musst du ja extra bezahlen, den haben wir jetzt nicht genommen. Weil Strom haben wir selber genügend. Kostet 5 Euro pro Tag. Kostet 5 Euro pro Tag. Und das macht bei uns keinen Sinn, weil wir ja völlig autark sind. Und wir für dasselbe Gas in derselben Zeit im Kühlschrank laufen zu lassen, ungefähr 1 Euro bezahlen. Nicht mal. Wir kommen mit unserem Gas 21 Tage hin, ohne die Heizung anzumachen und wenn wir nicht kochen. Also kann man sich das ausrechnen, eine Flaschenfüllung, was die kostet, rechnet es auf die Tage runter. Macht gar keinen Sinn, diese 4 Euro für umsonst auszugeben, nur damit man einen Stromanschluss hat. Mit vollen Batterien wohlgemerkt. Wir haben ja erst im Herbst neue Batterien bekommen. Beziehungsweise bestellt und eingebaut. Und theoretisch könnten wir dauerhaft jetzt die Solaranlage auslassen. Das ist, ja, zeigt eigentlich nur noch 100% an. Ja, wir können mittlerweile die Solaranlage auslassen, weil wir so viel Kapazität haben. Ich bin mal gespannt, ob du das nächstes Jahr noch weißt, mein Schatz. Weil wir so eine große Kapazität haben, dass die auf den kurzen Fahrtstrecken immer wieder aufgeladen werden. Dadurch, dass die Lichtmaschine ja volle Kanne ihre
60 Ampere da reinballern kann. Es ist schwierig, die Batterien, ich habe die jetzt mal angeschalten für diesen Urlaub. Okay, fährt auf dem Fußweg rum. Ist wahrscheinlich hier so. Volt. Jetzt bin ich erstmal aus dem Konzept gekommen hier. Von der Rettungsaktion von der Regi. Achso, ja, wir haben so viel Kapazität, dass wir die im Prinzip auslassen können, weil die voll beladen werden durch die reine Fahrtstrecke. Falls es jemand interessiert, 200 Amperestunden sind das, auf zwei 100 Amperestunden Batterien verteilt. Könnt ihr das Video dazu angucken. Habe ich gemacht, vor ein paar Tagen. Ja, aktuell sind wir auf dem Weg zur Metro Station M2. Die ist ungefähr dort, sagen wir mal, da vorne. Das rote Schild draußen, Lux drinnen links. Und mit der fahren wir jetzt dann rüber in die Innenstadt. Da kommt man wo genau hin, wo man hin möchte. Ich bin mal gespannt, ob unser Kleingeld reicht, um Tickets zu lösen, ob wir überhaupt irgendwas verstehen, ob die Maschinen auf Deutsch umstellbar sind. Seid gespannt. Da kann man sehen, dass es eine totale Fahrradstadt ist. So sieht es von den Wohnhäusern aus. Da steht eine Schmette neben der anderen. Ja, falls ich es noch nicht erwähnt habe, die Videos sind wieder auf der alten Kamera, die mir gestern etwas abgesoffen ist. Und da konnte ich das Wasser auskippen aus dem Innengehäuse, nachdem ich damit in die Rutsche gegangen bin. Ich habe vergessen, den Verschlussdeckel zu wechseln und habe quasi so einen Schnellverschlussdeckel genutzt, um dann Zusatzakku anzustecken. Der hat natürlich nicht so ausgereicht, um zu gewährleisten, dass da kein Wasser eindringen kann. So was nenne ich schlaues Stadtmarketing. Könnt ihr euch mal ein Beispiel dafür nehmen? Stadt Chemnitz. Ne? Hier wird eine Innenstadt Brombeeren angebaut, Johannisbeeren angebaut. Direkt um Müll rum zwar, aber es ist halt so. Und hier vorne die Bäume, die hier rausgucken, Birnbäume. Die tragen sogar einiges an Früchten. So finde ich ein Stadtkonzept gut. Da kann sich halt jeder bedienen, der möchte, und dann ist gut. Ja, ist eine Brombeere gefunden. Ja, prima. Schön. Hast du lange Arme, kannst du reinfassen. Ich habe noch längere Arme, ich komme bestimmt ich komme bestimmt noch weiter rein. Jetzt ist er nicht durchgereift. Da ist bestimmt jemand, der früher mal mit seinem Hündchen hier lang geht. Der sammelt die. Ja, ich wollte noch mal sagen, ne? Innenstadt ist das. Innenstadt. Ich habe mal den Teleskopstab ausgezogen von der GoPro, damit ihr mal sehen könnt, wie der aussieht. So hier. Ja. Ich habe den Profis da. Irgendwie. Schau jetzt. Prima, wa? Und damit habe ich jetzt die ganzen Brombeersträucher rübergezogen, um für das Kind hier die Brombeeren zu sammeln. Lass es schmecken. Da ist auf jeden Fall die Metro Station. Mal gespannt, ob wir jetzt hier die richtige Richtung auswählen. Ein kleiner Hotdog-Stand dazu. Und dort ist der Lidl. Falls wir auf dem Rückweg noch irgendwas brauchen. Ah, super. Die Frage ist, in welche Richtung wir müssen. Das sind die Preise. 12 Euro fürs Kind, 12 Kronen fürs Kind, 24 Kronen für uns. Would you like a receipt? Yes. Guckst du hier? Nimm mal alles raus dort. Das ist schnell, bevor die Bahn kommt. Hast du? Halt sie fest. Wo sind sie? Ihr siebt? Ja. So, wir sollen mal gucken, in welche Richtung wir fahren.
mein Luz. Naja, warte, es sind zwei. Kopenhagen Lufthafen. Wenn das da ausgeht. Naja, hast du Angst oder was? Ja. Na, so sieht's aus, ja. Die Metro. Na? Oh, kleine Hundewelpen. Oh. Ausgestiegen sind wir hier Kongens Nürthof Station. Die 2, M3, M4 geht es hier lang und wir waren aber an der, ich glaube, Metro 2. Ja. Ja, auf die Rolltreppe. Na, wie findest du die Rolltreppe? Wir fahren mehrere Metros ab, Ökina. Die 2, die 3 und die 4 irgendwie. Wollen wir da vorne raus? Da vorne können wir frisch rauslaufen. Oder willst du durch die Galerie laufen? Ja, so muss die Metro sein. Schatz, bist du das letzte Mal Metro gefahren? Wahrscheinlich in Sydney. Ich bin das letzte Mal gefahren, ich glaube in Athen oder in Istanbul. Obwohl, wir sind die Flughafen im Metro gefahren. Auf dem Münchner Flughafen. Die bloß zwei Stationen hat. Ja, wir erblicken Tageslicht. Kongress Center, das wird wahrscheinlich jetzt hinter uns sein, oder? Drehen wir uns mal rum. Stadtmitte. Das müssen wir uns merken. Und jetzt weiß keiner, wo wir hinmachen. Was sagen wir heute? Machen wir einfach querbeet? Oder wollen wir uns wirklich einen Hop aufsuchen? Pina, was ist denn deine Intention? Willst du laufen oder wollen wir uns einen Hop-on-Hop-off-Bus suchen und eine Stunde eine Stadtrundfahrt machen? Laufen. Willst du laufen? Beine bewegen? Ist viel gesünder, ne? Ist viel besser eigentlich. Dann müssen wir jetzt bloß mal auf die Karte gucken. Ich suche mal was Schönes raus. Aber wahrscheinlich können wir einfach rumschlendern. Da ist wahrscheinlich genug zu sehen. Da willst du lang? Ist auf jeden Fall zu weit. Na dann. Zur Meerjungfrau? Soll ich mal einen Marker setzen zur Meerjungfrau und dann laufen wir mal straight zur Meerjungfrau? Ja. Ich will nämlich auch ein Bild von der Meerjungfrau. Na dann machen wir hier mal Meerjungfrau. Das ist eine richtige. Nur hier. Ja, Ariel. Das ist bestimmt die Ariel. Nö. Ja, das ist das Theater hier, wo wir gerade vorbei machen. Schönes Gebäude. Wir stehen hier vor der Kunsthalle Charlottenburg. Charlottenburg. Und dahinter geht es zur Ausstellung. Zur Kunstutstilling. Kunst-Utstilling. Kunstausstellung. Ist ja cool. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen was los zum Samstag. Haben wir einen richtigen Tag heute rausgesucht, ne Schatz? Für Kopenhagen. Sonst kriegen wir das immer etwas besser hin. Lass uns mal hier lang gehen und dann nach vorne rum. Scheint sich der ein oder andere hier am Anker zu treffen. Ich gehe aber mal davon aus, dass hier die ganzen Führungen beginnen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Deswegen ist das so voll hier. Sag mal, ärgerst du schon wieder die Tauben? Lass die Tauben in Ruhe. So. Jetzt sind wir noch hier im Hafenbereich. Und zwar kann man hier wohl auch mit einem kleinen Boot fahren. Aber eine Bootsfahrt haben wir heute gar nicht auf dem Programm. Ach, schöne Restaurants. Das ist genau das, was mir gefällt, Schatz. Ja. Liebe Bina,
Die Bebina schreit auch direkt Restaurant. Willst du mal ins Restaurant gehen, wenn wir vorne bei der Meerjungfrau waren? Ein Tacke. Was? Können wir mal gucken, wie voll das hier ist? Fahr mal das Teleskop aus. Thomas, entdeckst du hier schon wieder Magneten? Kleines Rad, ne? Na, wird das was mit dem Drüberklettern? Mit dem Hindernisparcours hier mitten in der Einkaufspassage? Das ist nämlich der Nyhafen. Nyhafen Lauf. Drüben steht es dran, Hafenrundfahrt. 50 Kronen. 60 Minuten. Na, hier sind wir jetzt am Königlichen Theater. Schöner Bau. Bin mal gespannt, ob wir hier rechts vorbeilaufen können. Oder ob da hinten eine Sackgasse ist. Auf jeden Fall ist da drinnen ganz schön was los, dafür, dass es ein Theater ist, oder? Nicht schlecht. Man kann das auch essen. Schau mal, da hinten steht eine Fregatte. F352 mit einer dänischen Fahne. Ich weiß nicht, ob das ein Deutschland gebautes Schiff ist oder ob die hier genauso heißen. Auf jeden Fall kommt hier so ein kleiner Tackerkahn. Sieht aus wie eine. Na, wie sieht das aus? Wie so eine. Wie so ein Container, den man sich liefern lässt. Wie so ein Kohlekorn. So ein kleiner. Wahrscheinlich hat er sich das Ding selber gebaut. Denke ich nicht. Denkst du nicht? Ich denke, da kannst du dich oben drauf setzen und kannst dort schön Party machen mit deinen Kumpels. Setz mal hier und genieß ein bisschen die Sonne, wa? Ein klatschen Boot, ey. Wie das hier zum Beispiel. Das Boot vom Admiral Hotel wird direkt eingedeckt hier. Er deckt das ein. Guck hier, das kommt alles da drauf für die Bootsgäste. Ja, irgendwann checken wir auch ein hier im Admirals Hotel und dann machen wir das gleiche. Schönes Boot. Springen? Ja, hier vorne können die überall reinspringen, aber im Hafen springen die wenigsten ins Wasser. Na, wo befinden wir uns jetzt? Bei der Meerjungfrau! Nee, bei der Zitadelle von Kopenhagen. Da geht's rein. Ist doch ja, die ist da hinten. Da gehen wir danach noch hin. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein. Das
und gucken uns das erstmal an, was hier da ist. Hier ist auf jeden Fall der Springbrunnen, wohl der bekannteste Springbrunnen in Kopenhagen. Ich stehe hier am Kaffeeautomat. Davon gibt es in dieser Stadt hunderte. Eine Bettina, die holt sich mal eins, wenn die Kugel Eis. Und erzähl dir mal, wie war denn dein Eis? Lecker. Lecker? Was gab es denn von der Sorte? Was gab es denn von der Sorte? Vanille. Ja, ich habe schon umgerührt. Das war ein schönes Bild von dem Eiscafé. Wir haben unten umgerührt. Der war so schön angerichtet. Und was hast du gemacht? Das Kunstwerk zerstört. Ja. Amerikaner-Kaffee für mich, Eiskaffee für die Mama und für die Bettina. Das ist ja bestimmt zu stark, hä? So, lass uns mal ein Stück hier hochgehen. Und dann gucken wir mal von oben runter. Ja, die Zitadelle von Kopenhagen scheint relativ groß zu sein, oder? Was meint ihr? Wir sind immer noch am Springbrunnen, nachdem wir unseren Kaffee geholt haben und Eis. Dort ist der Red Sightseeing Hop-On-Hop-Off-Bus, mit dem wollte die Bettina nicht fahren. Da könntest du nämlich kostenlos fahren in dem Bus. Für dich hat man nicht mal was bezahlt. Aber für euch. Für uns 35 dänische Kronen, glaube ich. Oder irgend sowas, ne? 30 Euro. Oder 30 Euro, das sind das dann ein paar Kronen mehr, 60 Kronen. Oder irgend sowas, ne, 180. Ist egal, 3 x 6 sind 18, 180 Kronen pro Person. Du bist wohl der Pförtner oder was? Dürfen wir hier durch? Oder müssen wir hier Zoll bezahlen? Na, du bist tatsächlich nicht ausgekäst, jetzt sind wir jetzt durchgelaufen. So Pech gehabt. Ja, leider ist hier ein bisschen Baustelle, ansonsten ist das hier eigentlich ziemlich cool. Schöne Kaserne. So, pass mal auf, dass die Wachsoldaten nicht mit drauf sind. Die wollen wir nicht ungefragt filmen. Ja. Also, hier stehen die Wachsoldaten am Tor und bewachen das ganze Objekt in sommerlicher Kleidung. Überall wird geheiratet, auch hier. Ich hoffe, wir sind denn nicht im Weg. Wahrscheinlich der Antreterplatz. Exerzierplatz. Papa mit dem Fotografen. So, ist meine Familie verschwunden. Wo ist sie hin? So, hier ist eine Ausstellung drin. Ich bin mal gespannt, ob wir reinkommen. Hier sind nämlich Touchscreens drin, Bettina. Ein Touchscreen? Das ist immer das, was du ganz gerne hast. Nämlich irgendwo draufdrücken und machen und sich Bilder angucken, wo sich was bewegt. Mach dich mal rein hier. Oh, super. Ah, so sieht es aus, die Ausstellung. Kannst du mal gucken hier, kannst du mal durchgehen. Guck mal, so sieht ein Soldat aus, ein dänischer. Na? Ciao. Das sieht fast so aus wie ich, wenn ich losmache. Nur eine andere Tarnung. Ja. Nee. Ja, der hat ein Camelback hinten dran. Ja, steht sogar drauf, Camelback. Zum Trinken, ne? Ich habe einen Rucksack hinten drauf. Wenn ich einen drauf habe. Aber das passiert nicht so sehr oft. Ja. Aber da hat man mal ein Gefühl, wie groß so ein Rucksack ist, ne? Militärischer. Sieht etwas kleiner aus, auf dem Video sehe ich gerade, aber das ist schon eine ordentliche Größe, wenn man das Ding schleppen muss.
Und der Junge hier, müsst ihr mal gucken. Ich bin 1,84 Meter. Der hat jetzt zwei Stiefel an und hat eine kleine Sockelhöhe. Aber wir haben es ja auch im Soldaten rausgesucht mit 1,95 Meter, ne? Irgend sowas. 90, 95. Das ist nicht die Standardgröße eines Soldates. Durchschnittsgröße eines Mannes ist in Deutschland 1,78 Meter, also sogar noch 4 cm kleiner als ich. Dass man mal ein Gefühl dafür hat. Durchschnitt, ne? Also die Soldaten sind im Normalfall kleiner. Also die sind im Wachbataillon. Coole Ausstellung. Werde ich jetzt mal ein bisschen durchgehen hier und mir das mal angucken, was hier los war. Zypern, Gaza, Irak, ich wusste gar nicht, dass Dänemark so krass überall mit dabei war. Aber ja. Na, wie findet ihr die Ausstellung? Super, komm mal hier rüber, da kannst du sehen. Ja, okay. Wie die aufs Sommerklo gehen, komm mal hier. Okay, wie die aufs Sommerklo gehen, super. Touchscreen hier. Ja. Falls sich irgendjemand aus irgendeinem Verbindungskommando Deutschland diesem Thema hier mal annehmen möchte, da kann. Ja, kann man gleich machen, Sommerklo. Da können sich hier mal vielleicht bei denen hier melden. Nur, jetzt gibt es auch mal noch ein paar Uniformteile: Kampfuniform, M58 und M84. M58, ja, das sieht eher so aus wie Zweiter Weltkrieg. In diesem Bereich und das ist schon eine relativ neuwertige Uniform. Sehr cool. Ja, und noch viele, viele weitere Räume, oder? Hier wurde ein Lebensbaum installiert. Kann man sich hier unten einen Zettel raussuchen und kann seinen Friedenswunsch da draufschreiben. Ja, Pina schreibt jetzt mal was. Beim Militär gibt es nicht nur ein Heer, sondern gibt auch Marine und Luftwaffe. Ne? Das vergisst man manchmal ganz schnell in den ganzen vielen Filmen, die man so sieht. Aber. Ja, es gibt auch noch ein paar Auszüge für Waffensysteme. Was aber viel interessanter ist, ist dieser Bereich. Finde ich. Jeder, der sich mal mit dem Camp Armadillo befasst hat, der kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, was hier los war. Falls nicht, beschäftigt euch mal damit militärisch und dann werdet ihr schon einiges erfahren über die Dänen und das Camp. Das Museum hat auch noch ein paar Toiletten. Super cool. Muss niemand hier an die Ecken machen. So sollte es sein. Ja, hier draußen werden wir auch von den Gänsen erwartet. Und von einem Banner, der hinter einem Flugzeug hergezogen wird. Leider ist es wahrscheinlich auf der anderen Seite, kann man kaum lesen. Ja, die sonnen sich hier. Keine Angst, tue ich nichts, alles gut. Ja, großer Platz hier. Ich glaube, das ist der Gedenkplatz. Müssen wir mal gucken. Es sieht zumindest aus wie einer. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Bereich ist, in dem man zum Gedenken herkommt. Wir Deutschen haben auch sowas, für die, die es interessiert. Unser Gedenkplatz ist in Potsdam. Da werden alle Gedenksteine hin verlegt, die aus Auslandseinsätzen zurückkommen. Wenn Soldaten im Ausland gefallen sind, finden dann dort ihre Gedenken. Die letzte Ruhestätte zwar nicht, aber das Andenken, gerade für die Kameraden, die unmittelbar mit den Soldaten zu tun hatten. Pepina, mein Schatz, das ist eine Gedenkstätte. Setz dich mal ordentlich hin, hä? Das ist ja kein Instagram. Gehen wir mal hinter.
in diesem Bereich der Gedenkstätte. Ja. Den Namen eingraviert. Gucken, wo die letzten Namen sind. Oh, ist schon ein paar Tage her. 2014. Ich gehe mal davon aus, dass es so nicht ganz stimmen kann, dass seitdem nichts mehr passiert ist. Allerdings war das bestimmt bis dahin reserviert. Ja, hier ist ein weiterer Eingang für die Zitadelle. Aber ich habe jetzt ja mal vorgeschlagen, dass wir mal auf der Mauer der Zitadelle laufen. Wurde von der Pepina verneint. Die hat gesagt, ne, das will ich nicht. Ich möchte ins Restaurant. Restaurant machen wir aber später. So, ab auf die Zitadellenmauer. Na, kannst du dich noch an die letzte Zitadelle erinnern? Irgendwo in Frankreich. Ich müsste auch überlegen. In Frankreich haben wir allerdings auch zwei oder drei angeguckt. An die letzte, an die ich mich erinnern kann, das war die, wo wir illegal im Hafen geparkt haben. Die erste war Besan Kong. Da sind wir aber nicht rein. War geschlossen. Ja, der Eingang von der anderen Seite. Prinzenbastion. Voller Graben. Den gilt es erstmal zu überwinden, die hier rein möchtest. Da sind wir fast rumgelaufen jetzt, ja? Um den ganzen Berg. Da kommen wir jetzt zur Meerjungfrau. Ja? Pepina, hast du Bock auf die Meerjungfrau? Nee, das ist keine echte Meerjungfrau. Ich will da nicht mehr hin. Ah, ja, wir gucken die trotzdem noch an. Und dann, was machen wir dann? Dann machen wir ein Restaurant? Ja. Aber wir essen dort nur ein Smörrebröt oder sowas, ne? Verstanden? Ja. Was willst du dort essen? Pommes Burger, so ein ekliges Zeug schon wieder. So lecker. Ja, wir gucken mal, was es gibt. Vielleicht finden wir auch unterwegs eine Pommes. Wenn es dir, Bebina, wenn es dir um Pommes geht, da finden wir bestimmt auch unterwegs irgendwo To-Go-Pommes. Da müssen wir keine 15 Euro für ein paar Pommes bezahlen im Restaurant. Es ist zwar nicht so, dass wir am Verarmen sind, aber genau aus diesem Grund sind wir nicht am Verarmen. Wer hier mal nach Dänemark kommen möchte, Dänemark ist eigentlich relativ okay von den Preisen her. Insgesamt, ich würde mal behaupten, vom Feeling her 15-20% teurer als Deutschland. Damit kann man relativ gut leben. Wenn ich jetzt allerdings mal gucke, wie es hier in Kopenhagen ist, wo du für einen Kaffee